Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt, U21, Regionalliga Südwest, dritter Spieltag. Let's go, Forza SG! So Leute, wir sind jetzt unterwegs in Richtung Biberer Berg und laufen hier gerade schön durch den Wald. Am Start mein Papa, Luis und Alon. Wir brauchen eine kurze Game Prediction. Alon, was sagst du, wie geht das Spiel heute aus? Ich sag 3-1. 3-1? Für? Ja. Für wen? Kurz. Okay. Ganz kurz dieses. Ich sag 2-1. 2-1 für uns? Okay, Papa, was sagst du, Ergebnis? 3-2. Für? 1-3. Ich glaube, es sind 2-0 für die Eintracht. Gucken wir uns mal kurz die Tabelle an. Kickers ist gerade, glaube ich, auf dem letzten oder vorletzten Platz. Haben 2 Spiele gehabt diese Saison und beide verloren. Einmal 1-0 verloren und einmal 2-1 verloren. Und die U21 hat bis jetzt 1 Punkt gesammelt, aber auch nur 1 Spiel gehabt. Und ja, deswegen, Leute, gibt es noch nicht viel zu predikten oder zu sagen. Schauen wir uns mal ganz kurz den Marktwert beider Mannschaften an. Die sind knapp bei 3 Millionen. Ich glaube, Offenbach knapp 3,05 Millionen Marktwert. Und die Eintracht bei 2,8 Millionen. Ja, hat nichts zu sagen, ihr wisst, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Stadion. Let's go. Wir werden bei AKOs verteilen. Ja, ne? So ganz komisch, also... Ich bin hier, glaube ich, der Einzige mit einem Eintracht-Trikot. Sieht schon gigantisch aus. Für Regio nicht schlecht, gell? Du kannst es doch werden. So, Leute, wir sind jetzt drinne und es war echt easy, hier durch die Kontrolle zu gehen. Es ist wirklich einfach nicht viel los. Und ja, Leute, wir betreten jetzt das Stadion. Boah, geil. Einfach hier so eine ganze Seite voll mit Stehern. Ist schon wild, Digga. Wir haben uns jetzt positioniert. Mir läuft hier schon die Brühe runter. Am Start ist Karl, der gebürtige Schalke-Fan. Was sagst du heutige Game Prediction? Weil Elias nicht im Tor ist. Letzte Offenbach einmal. Aber Frankfurt kommt da, die machen den Dreier. 3-1, 3-1. 3-1 hier, 3-1 hier, kleine Derby, große Derby, gleich nur Prediction. Darmstadt 0. Polo macht die letzten beiden, bevor er nach Paris geht. Mensch, vorbei. Okay, bin ich gespannt. Lina, Game Prediction für das heutige Spiel. 2-0 Eintracht. 2-0 Eintracht. Bennett, Game Prediction. 3-1 Eintracht. 3-1. Und für Darmstadt später? Was? Was? Nee. Also ich glaube später auf jeden Fall wird es so ein saftiges 3-1. Yes, geh! Yes, geh! Der Schiri hat das Spiel angepfiffen. Auf geht's, Forza SG. Tschüss. Direkt Schuss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, 20 Sekunden gespielt. Winkeltor was. Krass gehalten, was ich meine. Wir haben einfach den Start komplett verschlafen, aber komplett jetzt nach so einer Ecke so direkt starten. Ich bin jetzt gespannt, wir uns auf, let's go. Auf, komm. Stark. Und jetzt rein direkt das Ding. Sport. Ja, nein, Nacho Ferri. Jetzt tritt doch nicht am Ball vorbei, Bruder. Tritt doch nicht am Ball vorbei.
Elfmeter? Was? Oh, Schiri, weiß ich nicht. Komm, Jungs, komm! Oh, schade. Schade. Erster gefährlicher Schuss. Oh mein Gott, das war jetzt irgendwas. Boah. Hey, Schiri! Sag mal, Kärtchen. Ja, komm, Natschi. Komm, Natschi. Jetzt schieß. Überragende erste Halbzeit. Kickers macht es besser, spielt schnell nach vorne und kommt besser zu Torchancen. Wir hatten auch die ein oder andere Möglichkeit, aber am Ende halt vorm Tor nicht so erfolgreich. Und ja, Leute, ich bin mal gespannt. Die zweite Hälfte muss auf jeden Fall besser werden. Für den Vlog brauchen wir eine kurze Halbzeitanalyse. Ja, Offenbach leider besser. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, die, ja. Frankfurter, die machen Fehler wie wir. Guck mal, Vlog, letzte Sonntag, die sehr spielen. Gleiche Abstimmungsfehler, sie sehen die Rollen. Lassen durch, ohne Rum, weiß ich. Keeper, Simoni, gute Mann. Schade. Ey, Startaktion von Nacho Ferri, leider im zweiten Schuss da vorbeigeschossen. Schade. Er ist gestorben. Also Leute, der Schiri lässt sich gerade eine sehr lange Leine laufen, weil hier wird gerade ordentlich wieder gezogen. Ich muss mir gleich schon mal Replay anschauen, aber das sah von hier schon aus wie Elfmeter. Überragend. Ja! 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 Sau stark! Ja! Sau stark, Jungs! Sau stark! Boah, gefährlich doch. Also Torschütze hier. Noel mit der Nummer 25, bester Mann der Firma. Nächster Schiri, der simuliert. Frankfurt Reale. Oha, Digga, was macht der Junge da? Hey! Das war so wild gespielt, aber auch krass gehalten vom Torwart, muss man lassen. Auswärtssieg! So Leute, wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit oder beziehungsweise 10 Minuten Spiel und Eintracht gegen Darmstadt hat auch seit 10 Minuten begonnen, da steht es noch 0-0, also bisher läuft alles gut. Einfach ein Tor mit dem Kopf. Ey, das kann nicht sein.
Digga, wie kannst du in der ersten Minute ein Eckstor kassieren und in der 86 oder so? Unglaublich. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Ist gut, aber ist gut. Schiri, gib doch mal diese Meter jetzt. Lieber Schiri. Ey, stark, Nummer 17, bester Mann. Ja, Junge, ja, nochmal eine mitgegeben. Spiel ist vorbei. 96 Minuten war das einfach. So gottlos. Ja, es ist... Klar, Leute. Kickers feiern sich halt jetzt sehr. Natürlich nach so einem Spiel und so einem knappen Sieg ganz am Ende. In dem Sinne, Leute, das war's mit diesem Vlog. Lasst trotzdem ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns nächste Woche in Mainz. Macht's gut. Peace out.